Ich habe ja ein paar Kilos verloren, da bin ich auch ganz stolz drauf. Also zeige ich es. Und ich finde, jede Frau, egal ob mit oder weniger Kilos, sollte sich wohlfühlen. Und ich will einfach ein Statement setzen, dass egal wie alt du bist, egal was du für eine Figur hast, dass du dazu stehen sollst, musst und dich selbst lieben sollst. Und mir geht es gerade sehr gut. Wir sind begeistert von der Botschaft, die Kultauswanderin Dani Büchner hier für Frauen in unserem exklusiven bunte.de Interview bereithält. Als wir die Wahlmajorkinerin auf der Sonneninsel treffen, spricht sie ebenso über die Schattenseiten, die freizügige Bilder wie diese im Netz auslösen können. Einige der Hasskommentare gehen unter die Gürtellinie. Ich soll an Krebs verrecken wie mein Mann und all sowas. Das lässt die fünffache Mutter aber nicht einfach so auf sich sitzen. Sie setzt sich zur Wehr. Und der wurde dann ausfindig gemacht. Am Ende hat er eine Strafe bekommen, muss mir, ja, fast im Wert einer Handtasche Geld zurückzahlen. Gibt Grenzen. Man kann mich doof finden, man kann mich scheiße finden, man kann mich beleidigen in der Figur, aber es gibt einfach Grenzen. Ja, in Sachen Shitstorms macht Daniela Büchner niemand so schnell was vor. Selbst den Hassgruppen auf Social Media sieht die Brünette gelassen entgegen. Wollen Sie doch Anti-Dani-Hater, schmeiß sie raus, wir hassen dann die Büchner-Gruppen gründen. Hut ab für so viel Kraft und Selbstbewusstsein, dass der Goodbye Deutschland-Star tagtäglich seinen Kritikern entgegensetzt.